Ja, hier geht es gleich los. Das Nachspiel statt Vorspiel wie sonst. Das hat ja zuletzt nicht so... Verzeihung. Ich sollte meine Räuspertaste hier einfach benutzen, ne? Das hat ja nicht so gut geklappt. Mit zuletzt meine ich natürlich vor allem gestern. Es könnte ja daran gelegen haben, dass ich es nicht geschafft habe, die Partie vorzuspielen. Sondern eben, dass das Ganze heute hier ein Nachspiel hat. Man weiß es nicht, ne? Liegt es daran? Vermutlich nicht. Aber, ja, nichtsdestotrotz. Werde ich mir das natürlich nicht nehmen lassen, sozusagen zwischen Bundesliga und Sportschau das hier kurz vorzuspielen. Es handelt sich auch nur um wenige Augenblicke und dann geht es los. Ja, dann bin ich gleich soweit, dann bin ich bei euch. Aber es gibt halt immer noch gewisse technische Vorbereitungen, die zu treffen sind. Der einzige, ich sag jetzt mal, Vorteil des Ganzen hier ist, dass ich natürlich jetzt auch die Aufstellung von gestern verwenden kann. Also in dem Fall, wie man hier sieht. Mit der überraschenden Personalie Tyler... Achso, Moment. Dumann im Mittelfeld. Nicht, dass das jetzt so unfassbar viel gebracht hätte, aber über den jungen Mann möchte ich da nicht den... Wie sagt man? Zweig brechen. Können wir nicht reden. Tja. Anyway. Wir sind jetzt soweit. Und legen mal los. Steffen Schwurbel ist heute der Torhüter. Ach ja, mein geliebtes Elfmeterschießen. Nicht gut so hoch. Nee, doch, geht. Es ist ein schönes Video. Bei, nein, nicht bei YouTube, aber auf Facebook habe ich es zumindest gesehen, wie so geschossen wird. Also wie in der Realität so geschossen wird, wie so hoch. Nee, doch nicht. Ja, wie hier bei FIFA. So hoch. Ja. Der war aber passend. Und Bonuspunkte für die Leistung. Aber mehr Einsatz muss ich trotzdem zeigen. Ja, zu Lumpis Rückkehr. Ist natürlich auch, wie sollte es anders sein, eine riesen Choreo hier im Stadion. Ist ja klar, ausverkauftes Haus. So war es doch auch gestern, oder? Ja, vielleicht nicht ganz. Wie ist dein Eindruck, soll ich noch irgendwas kommentieren zum Spiel gestern? Ein gebrauchter Tag von vorne bis hinten. Aber wenn du noch 24 Sekunden hinten liegst, dann kann man wahrscheinlich auch keine Wunderdinge von der ersatzgeschwächten Mannschaft erwarten. Das sahen gewisse Leute im Stadion sicherlich anders. Insbesondere die zwei Herren hinter Andi und mir, mit denen wir dann auch den einen oder anderen Disput tatsächlich verbaler Natur hatten. Das war auch ziemlich nervig. Also insgesamt hat es leider nicht sehr viel Spaß gemacht gestern. Das muss man sagen. Na, sehen aber schon gut aus, die Trikots, ne? Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Ja. Also, bei der Fortuna hoffen wir einfach mal, dass das Ganze sich als einmaliger, obwohl es jetzt nach Hannover schon der zweite Ausrutscher ist, aber sagen wir mal einmaliger Liga-Ausrutscher
entpuppt. Jetzt ist auch Länderspielpause, das heißt, der ein oder andere Verletzte kann zurückkehren. Und dann hoffen wir einfach mal, dass nach dieser Länderspielpause beim Auswärtsspiel in St. Pauli die Fortuna wieder mehr von der Geschlossenheit und Stärke zeigen kann, die sie in vielen Saisonspielen bereits demonstriert hatte. Ja. Schade war das trotz allem gestern. Zumal wir ja auch bis zu diesem Zeitpunkt zu Hause ungeschlagen waren. Und das ist ja eigentlich immer so eine Serie, die man ganz gerne mitnimmt. Umso ärgerlicher, dass man sie gestern leider Steffen verloren hat. Ist der Leiter des heutigen Spiels. Ja, mal nicht Ansgar von Hauenstein. Das ist mir recht. Der pfeift mir eh sonst zu kleinlich. Mal gucken, wie der Steffen das hier pfeift. Und mal gucken, ob ich auch nach 24 Sekunden bereits hinten liege. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Ja, also zumindest. Gutes Tackling. Bebu. Der nun übrigens auch in FIFA sehr in Form ist. Abgefangen, gut gemacht. Ah, Mist. Aber hier ein bisschen zu sehr von mir einfach gerade ausgesteuert. Sehr gut aufgepasst. Komm, Junge. Er passt ihn auf den Flügel. Er holt sich die Flanke. Gut gemacht. Das war nicht mal die Bronzemedaille. Ah. Schmitz, jetzt musst du mal rennen, Junge. Jetzt wird's gefährlich. Und da verlieren sie den Ball. Ganz genau. Ah. Und da unten ist leider wieder der Radar verdeckt. Das ist wirklich ein bisschen ärgerlich, wenn ich hier diese Online-Vorspiele mache. Den Ball spielt er raus. Mhm. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ja, wenn ich irgend noch. Oh, danke. Freistoß, mehr nicht, keine große Sache. Mir fehlte es nämlich gerade an Anspielstationen. Von daher ist das ganz okay so. Notier dir das alles mal. Aber du hast nicht mal eine Karte verteilt. Was willst du denn da notieren? Ja, ein Poesiealbum. Herr Hennings, würden Sie mein Poesiealbum schreiben? Ja, wie auch gestern wird dann auch bei mir Hennings hier offensichtlich die Freistöße treten. Wie eben gar nicht darauf reagiert. Ist ein bisschen weit weg, aber auf der anderen Seite, warum eigentlich nicht? Oder? Wie viele Meter sind es denn? Machen wir mal. Er lässt mich gar nicht direkt ran. Da verkürzen Sie den Abstand zum Schützen. Erlaubt ist das eigentlich nicht. Ah ja. Und das war jetzt aber nicht so wünschenswert. Sie suchen die Lücke. Schuss! Und da klingelt's im Kasten. Na, das läuft ja fast genauso ja, wie in echt. Was ist das denn? Mit dem ersten Schuss gehen sie hier in Führung. Was war das denn? Klasse genutzt diese Chance, da war einfach zu viel Power hinter diesem Abschluss. Hat er nicht gesehen, der Rensing, hä? Das Tor hat jetzt noch mal eine verdeckter Schuss. Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Was da los geht war. Gut los. 10 Minuten gespielt und wir haben das erste Nö, Tor geht gesehen. Nicht gut los. Er spielt den Pass auf den Flügel. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Nee. Da steht die Abwehr sicher. Was ist denn da los? Der Steilpass. Gibt Abstoß. Lamberts. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Und jetzt ein Schuss. Pff,
Es läuft ja wie in echt. Und genau so musst du ganz fies ausgekontert hier. Nach der Parade. Und dann nutzt er die Chance und macht das Tor doch noch. Ja. Ist bitter für den Keeper hier. Den ersten hat er ja schon abgewehrt. Also wenn ja, jemand nochmal Zweifel am Realismusgrad von FIFA hatte, leichte Beute für die sollten Stürmer ja wohl damit ausgerollt sein. Schauerte. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Was sind das für Lücken? Sie haben den Ball. Das war einfach. Und er hat den Ball. Nils Teixeira. Jetzt mal. Komm, Schmitz. Da haben sie gut gearbeitet. Ball ist drauf. Da kommt der schnelle Einwurf. Was mache ich denn da? Ja, das darf übrigens eine Karte sein, ne? Sind wir uns einig? Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Ich muss mal darauf vertrauen, dass da unten einer ist, weil ich es nicht im Radar sehe. Es gibt hier Einwurf. Wird's jetzt gefährlich? Freistoß, und das ist auch die richtige Entscheidung. Fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wird er zu Boden gerungen? Werden. Sauber vom Ball getrennt hier. Yildirim. Das gibt Einwurf. Einen noch vor der Pause. Das wäre nicht verkehrt. Hallo? Jetzt haben sie den Ball verloren. Da schickt er den Mitspieler. Ah, da passt er nicht auf, nicht gut verteidigt. Klasse Technik. Da kommt der Schuss. Und mein Gott, ey. Nein, gute Gelegenheit, aber er trifft hier nicht. Läuft wirklich genauso schlecht wie in echt gestern bei mir. Ist erschreckend. Schmitz. Das könnte gefährlich werden. Warum kontrolliert er den Ball nicht? Korrigieren. Hör mal. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Schmitz. Er steht gut und hat den Ball. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Ja, lauf du mal. Hier mit dem Ball am Fuß losläuft. Klasse gespielt. Da kommt der Schuss. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Immerhin eine Art Chance. Jetzt die Gelegenheit. Da trennt er ihn fair. Schade. Vom Ball. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen?
Nein. Den Ball hat er. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Ah, schlecht. Schlechter Pass. Den Ball holt er sich. Sauber vom Ball getrennt hier. Lauf doch nicht weg. Gut gemacht, och, schwach Kieswetter. Das könnte die Chance werden. Jetzt aber echt hier. Und nun ein Schuss. Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht nein, dann doch ist mir wurscht. Einige Meter am Tor vorbei. Schwer. Sehr schwer. Botzek. Wird das seine Torchance? Sehr guter Einsatz. Kiesewetter wirklich sehr schlecht. Ich glaube, da bringe ich Ferrati um. Der Linienrichter hebt die Fahne und das auch zu Recht. Da kam der Pass vielleicht ein Tick zu spät. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Und ja, Karte, ne? Karte. Das ist korrekt, es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber... Das soll Lumpi sein. Na, der Vollbart, der trifft nicht ganz so zu, würde ich sagen. Gut aufgepasst in der Abwehr, das hätte gefährlich werden können. Da passt er auf. Jetzt wird's gefährlich. Da steht die Abwehr sicher. Einwurf und das könnte gefährlich werden. Fabian Müller. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Der Ball kommt. Gute Defensivleistung. Angriff abgewehrt, ja, bevor es richtig gefährlich werden konnte. Also mit der Defensivleistung bin ich ehrlich gesagt nicht zufrieden. Botzek. Ballas. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Defensiv machen sie es gut. Da gibt der Freistoß. Gute Möglichkeit. So, war doch klar der Ball. Will ich jetzt aber nochmal sehen. Oh ja, und das Gelb? Ist eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Der Schiedsrichter wird dieses noch gar nicht. Einsteigen, diese Grätsche richtig. Noch ist nicht Schluss. 4 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sie suchen die Lücke. Geht er rein? Die mein Gott. Für den Torhüter. Yildirim. Hennings. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Hennings. Ach. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. 45 so, das Minuten. Müssen wir anders machen, der zweite Halbzeit. Suchen. Auf jeden Fall hier mit Ferrati. Ja, und so viel mehr Alternativen haben wir nicht, aber ich bringe auch Koch für Mann. So. Jetzt will er nochmal neue Impulse setzen. Zwei neue Spieler kommen. Den Arianit.
Alle sind bereit. Die zweiten 45 Minuten stehen an. Was? Ist ein Foul und der Schiedsrichter Was? Pfeift das auch. Was soll ich denn da gemacht haben? Oh Mann, ey. Da kommt der Pass auf außen. Sehr gut reingespielt. Klasse vom Verteidiger. Er blockt die Flanke ab. Es gibt Ecke. Koch. Jetzt müssen Sie aufpassen. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ja. Einwurf jetzt. Lamberts. Yildirim. Bebu. Wird's jetzt gefährlich? Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Schmitz. Ah, da läuft dann keiner hin. Jetzt können Sie einwerfen. Wird da eine Chance zäh. Raus? Bebu. Mitte ist dicht. Sie warten ganz geduldig auf Ihre Chance. Vielleicht müssen Sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier ja, zur Torchance zu kommen. Das ist auch ganz leicht hier. Das könnte gefährlich werden. Oh, du hast 5 Stunden Koch, um den Ball zu kontrollieren. Du Anti, wirklich. Er wirft den Ball schnell ein. Macht er ihn? Nee. Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Jetzt wird's gefährlich. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Flanke geht zum Abwehrspieler, da war mehr drin. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Steil gespielt, gute Idee. Und jetzt ein Schuss. Ja. Dieses Mal hat er den Ball. Guck doch mal, er kann's doch. Ganz wichtiges Erfolgserlebnis für den Torwart. Und sofort bisher wieder ja nicht sein Spiel. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Lilrim kommt auch nichts. Das könnte eine Gelegenheit werden. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Ja, kann man so sagen. Headings! Aufgepasst vom Torwart. Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Ja, die war Schrott. So, aber bei uns, warum wechsle ich nicht eigentlich auch? Das wollte ich doch gerade. Und zwar Bibu in die Mitte. Koku. So. Aber machen wir ein echtes Zwei-Stürmer-System draus.
Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Super Flanke. Özcan Yildirim. Nee. Dafür geht er natürlich vollkommen zu Recht runter. Nils Teixeira. Das könnte die Chance werden. Gut verteidigt hier. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Schmitz. Das gibt Einwurf. Ja. Ball ist draußen. Hennings. Wo ist der Ball denn? Botzek. Er schießt. Nein, das gibt's doch nicht. Zum Torerfolg. Totaler Angriff, was soll's. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Komm, Koch, den hast du. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Botzek. Jetzt müssen sie aufpassen. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Botzek. Hennings. Okay. Ein fantastischer so. Treffer. Ja, nimm den Ball doch. Ach. Kommen Sie noch mal ein Spiel zurück, Buschi? Ja, auf jeden Fall sah es schon schlechter aus. Jetzt ist es nur noch ein Tor. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Guter Pass. So machen sie das Spiel breit. Freistoß. Das ist auch die richtige Entscheidung. Kopfball. Jetzt gibt's hier eine Ecke. Was? Klasse gehalten. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Koch. Bebu. Den Schade. Angriff blockt er ab. Klasse, aufgepasst. Jetzt wird's gefährlich. Und jetzt haben sie den Ball. Koch. Spielt den Ball direkt zurück. Sauber vom Ball getrennt hier. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. Jetzt wollen die Fans hier nochmal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch nochmal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hinten. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Konrad. Das könnte gefährlich werden. Sehr guter Einsatz. Der Ball kommt gut. Gut aufgepasst, er hat die Flanke. Ganz enge Kiste hier. Es ist nur ein Tor und wir haben noch 5 Minuten auf der Uhr.
Hennings. Ah. Abgefangen, gut gemacht. Jetzt könnte es gefährlich werden. Per Kopf zum Mitspieler. Schmitz. Jetzt in der Anspielstation. Gute Flanke. Noch besser aber die Abwehrarbeit. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. Ach Mist. Nils Teixeira. Akpoguma. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich machen. Jetzt vielleicht. Das. Okay. Jetzt gibt's hier nochmal Freistoß. Was machst du denn, Junge? Geben die Fans hier nochmal Gas, gibt ordentlich was drauf an Nachspielzeit. Vielleicht geht ja noch was. So, die Fans kommen noch. Die wollen sie nochmal pushen. Vielleicht reicht's ja noch für den Ausgleich. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da passt er auf. Den spielt er gut. Flanke kommt gut in den Strafraum rein, trotzdem abgefangen. So, letzter Angriff. Ne, nicht mal der. Ah, wie in echt. 2-1, das wie in echt. Endresultat. Wie in echt. Das war's. Sie suchen die Lücke. Ja, die Fehler waren wie auch bei der anderen Fortuna, Schuss. Bei der echten. In der Anfangsphase, ne? Zu viel rumgetüttelt. Dumme Fehler gemacht. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Aber auch zäh mit dem. Ja. Ein fantastisches Tor. Ganz fantastisch. Am Ende war es zwar ein Spiel auf ein Tor im Grunde, aber zu den richtig großen Chancen bin ich nicht gekommen. Ja. Aber Dynamo hatte dann auch eigentlich mehr und bessere Chancen, was natürlich auch der Tatsache geschuldet war, dass ich aufmachen musste. Ja, da lässt er sich feiern. Ja, gute Noten bei uns. Hennings, das Mittelfeld eigentlich auch. Naja, also wie in echt erschreckend im Grunde die Realitätsnähe von FIFA. Ja. In diesem Sinne erstmal Länderspielpause und danach sehen wir uns wieder. Tschüss.